Der Abstieg in die Unterwelt ist ihre Leidenschaft. Viele Meter bis Kilometer Strecke in absoluter Dunkelheit, um in die Hohlräume der Erdkruste vorzudringen. Manche Gänge sind so schmal, dass kaum ein Mensch durchpasst. Und dennoch gibt es Leute, die sich freiwillig auf dieses Abenteuer einlassen. Das Risiko, sich zu verlaufen oder in einem engen Tunnel stecken zu bleiben und dabei qualvoll zu sterben, wären die ersten Horrorgedanken, die mir zu diesen Bildern einfallen würden. Und genau dieser Albtraum wurde für den Amerikaner John Jones zur Realität. Am 24. November 2009 betritt er mit 10 weiteren Personen und seinem Bruder Josh die Nutty Putty Cave im US-Bundesstaat Utah. Wenig später trennte er sich von der Gruppe mit seinem Bruder und 2 weiteren Freunden, um einen Bereich der Höhle zu erkunden, der als besonders schwierig galt. Er robbte dabei kopfüber durch eine gerade einmal 46 cm breite und 25 cm hohe Stelle, als er mit seinem Oberkörper stecken blieb. Bei dem Versuch, sich aus der unglücklichen Lage zu befreien, rutschte er immer weiter mit dem Kopf voraus in einen immer enger werdenden Tunnel. Als sein Bruder das hörte, dass er stecken geblieben ist, wollte er ihm natürlich sofort helfen. Auf dem Weg zu ihm blieb er selbst fast stecken, bevor er die Position von seinem Bruder erreichen konnte. In diesem Moment wurde ihm klar, dass sie ein sehr, sehr großes Problem haben. John war so tief stecken geblieben, dass nur noch ein kleiner Teil seiner Füße zu sehen war, unter Millionen Tonnen von Gestein begraben. Er hatte keine Chance, seinen Bruder da alleine rauszuholen und entschloss sich umzukehren, um Hilfe zu rufen. Als er wieder zurückkam, versuchte er John mit Gebeten und Gesprächen über seine Zukunftspläne zu beruhigen. 3 Stunden später, kurz vor Mitternacht, erreichten Mitglieder des Rettungsteams die Höhle. Weitere 30 Minuten später erreichten sie die Stelle, an dem er feststeckte. Auch die Rettungskräfte erkannten, dass dies keine einfache Mission werden würde, da sie gegen die Zeit kämpfen würden. Der menschliche Körper ist nicht dafür gemacht, stundenlang kopfüber zu hängen. Jeder von euch, der schon mal einen Handstand gemacht hat, weiß, wie das Blut in den Kopf schießt und der Druck immer größer wird. John wird nicht mehr viel Zeit haben, das war zu diesem Zeitpunkt jedem klar. Als erstes versuchten sie mit einem Seil an seinen Beinen, ihn da rauszuziehen. Aber der Bereich war einfach zu eng, um genug Kraft aufzuwenden. Auch für größere Geräte war einfach kein Platz. Bei weiteren Versuchen, ihn mit dem Seil rauszuziehen, schrie John voller Schmerzen. Den Rettern wurde bewusst, dass sie ihn nicht befreien können, ohne dass sie ihm dabei die Beine brechen würden. Sein Körper steckte einfach zu fest in dem Fels. Es vergingen ganze 24 Stunden zwischen Panik und totaler Erschöpfung, als seine Atmung begann immer schlechter zu werden. Über 100 Männer und Frauen waren mittlerweile an dem Rettungsversuch beteiligt. Wenig später war John nicht mehr ansprechbar und brach bewusstlos zusammen. Kurz vor Mitternacht, am 25. November, wurde John Jones für tot erklärt. Der 26 Jahre alte Medizinstudent hinterlässt seine schwangere Frau und seine einjährige Tochter Elisabeth. Nach seinem Tod wurde der Eingang der Nutty Putty Cave verschlossen, samt seiner Leiche, die nicht geborgen werden konnte. John Jones hat diese Höhle nie wieder verlassen. Wenn ihr noch mehr Lust auf solche Horror-Stories habt, die auf wahren Begebenheiten beruhen, lasst mir doch gerne ein Abo da, kommentiert und liked das Video.